Hallo, du lieber Erdengel. Heute möchte ich dir mal ein bisschen mehr darüber erzählen, wie ich zu den Engeln kam, wie mein Leben gegangen ist, was die Engel für mich bedeuten und dementsprechend, was ich mit den Engeln für dich tun kann. Herzlich willkommen hier zu Engel-TV und ich grüße dich ganz herzlich. Die Engel begleiten mich eigentlich, solange ich denken kann. Ne? Das, was ich auch immer wieder sage und immer wieder betone. Und meine ersten hellsichtigen Begegnungen waren allerdings mit Verstorbenen. Und ich sah meinen verstorbenen Großvater und ich sah auch andere Menschen immer wieder um mich herum, die bereits gegangen sind, was ich dann im Nachhinein auch oft erst erfuhr. Aber das war so erstmal die erste Begegnung überhaupt mit der geistigen Welt und ich kann euch sagen, es gab überhaupt nichts, wovor man Angst haben musste, sondern alles war im Endeffekt immer wunderschön. Mit der Zeit sah ich ganz viele bunte Lichter in verschiedenen Farben um mich herum, ohne mir Gedanken zu machen als Kind. Was ist das überhaupt? Ich fand es einfach lustig und ich fand es schön. Im Laufe meines Lebens nahmen diese schönen, herrlichen Lichter immer mehr Form an, ne? Und wurden dann irgendwann Engel. Oder sahen dann irgendwann mich aus wie Engel, so wie ich sie heute sehe und wahrnehme. Und ich kann euch sagen, es ist großartig. Es gab in meinem Leben niemals Phasen, an denen ich gezweifelt habe. Das ist für mich einfach ein ganz kostbares Geschenk, aber dennoch kann ich natürlich auch Menschen verstehen, die an der Anwesenheit Gottes und der Engel manchmal zweifeln. Ging mir noch nie so, Gott sei Dank. Da danke ich Gott unendlich dafür, sondern ich habe mich immer bei Gott und bei den Engeln zu Hause gefühlt. Und ich möchte dieses Gefühl, das ist mir einfach wichtig als Engeltherapeut und Hellseher, dieses Gefühl euch weiterzugeben. Und die Engel haben mich im Laufe meines Lebens immer weiter animiert. Irgendwann war es dann so, ich habe meine Ausbildung gemacht im sozialen Bereich, mit Staatsexamen abgeschlossen, aber schon während meiner Ausbildung hatte ich das Bedürfnis, mit meinen Fähigkeiten und Gaben Menschen zu helfen und zu beraten. Dann kam ich darüber, dass ich selber mir ein Gratisgespräch bei einer Beraterin geholt habe, zu meinem ersten Portal, auf dem ich gearbeitet habe und bis hin irgendwann zu Questico, dort habe ich ja auch mal gearbeitet, wie viele wissen. Und jetzt arbeite ich nur noch in eigener Regie mit den Engeln und den Lichtwesen für euch. Und das ist großartig. Ich biete spirituelle Beratungen an, ich biete Seminare an, ich habe tolle Meditationen mit den Engeln aufgenommen und noch viel, viel, viel mehr. Das ganze Spektrum meiner Arbeit findest du im Übrigen auf meiner Homepage. Die findest du jetzt hier unten im Beschreibungstext und auch hier oben unter dem i. Schau dich einfach mal um. Du findest auf meiner Homepage auch ein kostenloses Engel-Orakel. Du findest einen tollen Blog mit vielen spannenden Berichten über die Erzengel, über spirituelle Themen, Prophezeiungen, die ich aufgestellt habe und. Einfach mal durchlesen, einfach mal meine Homepage dir anschauen und einfach mal wirken lassen, genießen. Das macht viele kostenlose Dinge sind dabei, die du einfach nutzen kannst. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du eine Beratung nutzen möchtest oder mal meine Seminare besuchen möchtest. Die Engel sind mein Leben und die Engel begeistern mich bis heute an jedem Tag meines Lebens. Und ich wünsche mir für dich von ganzem Herzen, dass die Engel auch dein Leben genauso begeistern, berühren, wie sie es mit meinem tun. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal eine wundervolle Zeit, einen guten Tag oder Abend. Licht und Liebe und bis bald. Euer Daniel. Udo Wolfmann. Tschüss.